nicht bereit. Reiset. Ich schließ mich keinem Pult an. Vergebt mir, mein Freund. Ich war in meinem Gegner sofort abhauen. Ich bin Xenia. Ich bin überrascht hier. War schon da, ne? Ich warte auf dich. Es erfordert einiges, sich dorthin zu wagen, wenn Mephistos Einfluss groß ist. Selbst die anderen Kreuzritter weigern sich, hierher zu kommen. Vielleicht wurden wir beide vom Licht hergeführt. Die schwachen Flammen, die von Mephistos Anwesenheit erstickt werden. Ja, das muss es sein. Wir wurden auserkoren, Frieden zu diesem Monument des Hasses zu bringen. Ich bin auch voll für den Frieden. Schließt euch mir an, sobald ihr bereit seid. Doch zögert nicht, sonst läuft ich die Boote ohne euch. Ich will, dass er dann das sieht, wenn der Quest kommt. So. Was hat denn Spaß mit Xenia in der Festung? Das ist direkt da in der Nähe sogar. Warte, halt. Das sieht voll verdächtig aus. Ist er was? Nein. Was ist das für eine Verschwendung? Ein verschwendeter Platz. Ich muss warten. So. Was hätten wir sagen jetzt nicht? Da ist auch noch eine Dungeon. Da ist die doch. Ha! Auf dass wir jede Spur von Mephistos Verderbnis beseitigen. Dies ist der neue Lora. Vor langer Zeit versiegelt, um die Dunkelheit einzudämmen. Jetzt werde ich sie aufbrechen, um das Licht hineinzutragen. Also, ist ja auch ein Dungeon. Boah. Ja, welche sollen wir zuerst machen? Natürlich das. Alter. Alles klar. Dafür sind wir ja hier gekommen. Tonbeschwörer haben viele verschiedene Möglichkeiten, Blutkugeln fallen zu lassen, die zu Boden fallen und Tonbeschwörer sowie Diener sofort heim, wenn sie aufgehoben werden. Und mich nicht. Ja, ich hab Blutkugeln. Die heilen mich. Was mit mir? Ich weiß nicht. Du schreist. Schmerzen. Oh, er war ein Stachel. Ich hab die gesehen, deshalb bin ich da nicht reingegangen. So, wir sind auch schwer so Blasen. Das sind Schlangenbeschwörer. Ich trete auf sie drauf. Die alle zu mir gezogen. Ja, aber die sind ja betäubt. Aber wer ist er denn? Oh. Wer ist wer denn? Dieses Viech, das gerade aufgetaucht ist. Okay. Oh, da ist einer nicht mitgekommen. Ich muss warten. Was heißt das, wenn die so am Leuchten sind? Ich weiß nicht, was du meinst. Der eine Typ hier, der ist am Leuchten. Ja, der ist ja tot, okay. Was ist diese lederne Aura? Ja. Weiß ich nicht. Das sind keine Champions, sorry. Ich schätze mich wieder jedenfalls nicht hier. Mit einem magischen Effekt. Gerade aufgestiegen, ja. Ja. Lass mich in Ruhe, ich versuche das Ding ja kaputt zu machen. Ich muss warten. Kugel, lecker.
kann Blutkugeln durch meine Tentakeln. Da ist eine Chance, Blutkugeln entstehen durch meine Tentakel. Ich sehe ja nicht. Ja, ich weiß. Ich bin noch nicht bereit. Das wieder oh, hier liegt eine Glyphe Dunkelheit. Na, bei mir nicht. Das wieder, ja, ist wieder irgendwas zum Einsammeln, oder? Ne, kaputt machen, okay. Ich stampf darauf. Ah, das Ding schießt zurück, ey. Ich bin noch nicht doof. Genau da, wo ich stehe. Ich bin so froh, dass ich diese Fähigkeit damals geholt habe. Ich glaube, ohne die hätten wir irgendwie viel mehr Schwierigkeiten in einigen Situationen. Ja. Ich muss warten. Das. Voll gegen die Säule gerade. Oh, zweischneidiges Schwert, legendär. Das sieht auch gut aus. Heilig. Ne. Oh, ey. Ich bin ja ein bisschen blöd. Ich hatte das perfekte Schwert für dich, Daniel. Irgendwann. Eine schneidige Stille. Meine übernatürlichen mystischen Kräfte sagen mir, mach weiter. Ich muss warten. Oh, okay, irgendwie ist er da ein bisschen schwieriger als der letzte. Ja, weil ich meine Sachen abgegradet habe. Ich bin noch nicht bereit. oh, noch ein Albtraum-Siegel. Verlorene Stadt, Albtraum-Siegel heilig. Gerade aufgehoben. Ja, kann man mehr aufhalten. Ich muss warten. Ich glaube, die Dinger muss man dabei in erster Linie machen. Um die Glyphen hochzuleveln. Weil wir sind von den Altraum Dungeons nicht an. Von mir. Aber ich muss still stehen. Oh, hier ist der letzte. Ne, ne, zwei fehlen uns noch. Ich kann mal darauf. Ja. Das ist ein Krieger, ja, ne? Ich bin doch gar kein Krieger. Schießen der mit seinen Flammen. Ich muss warten. Bin voll woanders. Legendäres Schwert hat minus 421 Angriffskraft. Oh Gott, okay. Nein.
was legendäres, heiliges. Vielleicht am Ende dieses Ganzen. Ja, schaut. Ja, warum nicht, ne? Glüfe, Geißel. Mein Gott, was kriegt denn hier jetzt alles für Blüten, Alter? Diese Atomdanzen sind aber die höchste Chance, die stärkere Ausrüstung zu kriegen. War er nicht? Ich nehme an, die erste Linie. In erster Linie machst du die für die Glyphen, ne? Ja. Mit Glyphen hochzuleveln oder Glyphen zu farben. Nein. Daniel hat schon wieder sein eigenes Abenteuer. Oh, schon alles unerledigt. Ich habe da hinten aufgeräumt. Dann geschliffener Überzug. Ist ein Helm, verdammt nochmal. Ja. Aura für Schadenswiderstand steht da bei dem. Aura für was? Schadenswiderstand. Okay. Wie man sieht, das hat nicht sehr geholfen. Er ist verdammt schnell drauf. Ja. Ich muss warten. Seine Aura war nicht stark genug. So. Mein Gott, ich habe 3 Millionen Gold hier heute angesammelt. Ich war noch bei 9 Millionen, ne, 4 Millionen sogar. Ich war bei 9 Millionen, als wir heute angefangen haben. Oh Gott, was ist das? Ich guck mal meine Bros. Das halt von euren Toten. Ich bin noch nicht bereit. Yo, buff. Heute haben wir euch, morgen haben wir euch, übermorgen tue ich garantiert auch hammern. Ich bin noch nicht bereit. Glyphe, Tornado. Sehr gut, App den 5 Minuten ab. Okay. Ich muss kurz zu wissen. Wie die ganze Masse immer so an einen Punkt gezogen wird. Das ist doch geil, oder? Dieser riesigen Kämpfe weniger unheimlich. Wie ist das eigentlich mit deinen Fähigkeiten? Du hast so einen Magiebalken, der sich langsam wieder auffüllt, ne? Ne?
Magiefalken. Also hast du halt so Abklingzeiten oder was? Das ist jetzt ein Cooldown oder was? Ja, du hast ja so zwei Kreise, ne? Einmal mit deinem Leben, hier das rote und dann da drunter, ne? Ja, das ist meine Essenz, also deine Wut sozusagen. Ja, ja. Füllt die sich nicht automatisch auf nach einer Zeit? Oh, die füllt sich von alleine automatisch auf. Die füllt sich noch schneller auf, wenn ich angreife. Hm. Und die füllt sich auf, wenn jedes Mal, wenn meine Magier Skelettmagier angreifen. Also ich renne praktisch nie aus Ressourcen. Ja, dann habe ich beim Zauberer nämlich auch gemerkt, bei dem fühlt sich halt auch immer automatisch auf. Ja. Du kannst die ganze Zeit eigentlich nur Fähigkeiten einsetzen. Ja, im Prinzip schon. Ja. Was ist das? Druckwelle? Oh, ich, da ist halt eine, ne? Boom. Da wo der Gegner, komm her. Boom. 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 Ich hab ein paar Sachen gedroppt, aber ich muss erstmal die Gegner töten. Ist in die andere Richtung gegangen? Sehr gut. Mit den Druckwellen. Ja, ja. So, ja, gut ist oder nicht, da kriegst du die Erfahrungspunkte. Ich meine, was liegt hier? Ich glaube, ich habe auch wieder so ein Ding hier. Albtraum-Siegel Stufe 4. Da geht das einfacher, weil er hat oh Gott, nicht schon wieder so ein Kerl. Bei Level 1 ist, oder? Ja? Meinst du das einfacher, weil er hier Level 1 ist? Ich weiß nicht, was war denn der andere, den wir vorhin gemacht haben? Wieso, war auch Level 1? Dann weiß ich nicht. Okay, dann gebe ich bis Level 16. Oder 20. Oh, ein Sanktumsschlüssel. Ja, ja. Jetzt wird nur noch eine Tür finden. Oder weiter gegen Finger, vorhin in die andere Richtung gegangen. Ne? Mitgefühl, Heilige, es ist eine Sense, die hat kein Mitgefühl. Dieser eine Stein, den ich hier hab. Vergebung. Ich habe in meinem Zimmer hier so einen herzförmigen Stein, da steht Vergebung drauf. Den kann ich auf jeden werfen. Klar. Yeah, Glyphe Territorial. Ja, wir kriegen echt viele Materialien. Ja, irgendwie schon, ne? Ich bin noch nicht bereit. Ich habe so viele Gegenstände. Ich weiß aber irgendwie voll selten irgendwie so Kristalle oder so Edelsteine. Wir kommen ja. Jetzt ich bekomme die irgendwie gar nicht mehr. Die sind die wahre Kraftquelle, der die einen OP macht. So, auch noch zwei Punkte, dann bin ich ganz oben. Mit dem Paragon-Dingen. Habe ich alle Werte plus 5. Ja. Oh. Das
Sehen wir, wie der Daniel so weggeschleudert wird, wenn die Tür so aufspringt. Urteil der Mutter. Also, du bist doch klein genug, dass ich dich weggraben kann. Oh, ich habe gerade meine Ultimate benutzt. Scheiße, da wollte ich gern. Cool, du greifst mich gar nicht an. Ich mache, ich bewege mich überhaupt nicht. Das ist nicht schon wieder derselbe Gegner, aber okay, ich lasse auch schon wieder Schmölm. Ihr habt den energetischen Aspekt freigeschaltet. Und cool. Oh. Legendäre Stiefel. Sind die heilig? Ich glaube, die sind sogar heilig. Ja. Dann sind die dann schwächer bei 2 Punkten. Okay, 2 Punkte ist jetzt noch nicht so schlimm, aber. Sind die auch so weiß? Ja, die haben so ein weißes Ding. Ja. Außerdem steht da heilige Stiefel. Ja, ja, sag ich doch. Alle Werte plus 12, plus 30 Stärke. Ja, hatte plus 20% Bewegungsgeschwindigkeit. Oh, oh. Geil. Oh, Daniel find's geil, ne? Ja, verwirrbar zum Verteilen, 8 Punkte. Stärkung verursacht eurer Staubteufel. Das habe ich gar nicht. Wir haben Bonus von der Wissen Schaden und Schadensreduktion. Vielleicht sollte ich das nehmen, Rauferei. Bei beiden einen muss ich mal Schwerter ausrüsten. Also nehmen wir das. Jetzt wird gerauft. Boah. Sind 18% mehr Schaden. Wird doch gut sein. So, oh, ein legendäres Kettchen habe ich auch bekommen. Oh, da ist ein Staubteufel. So, ich habe aber nichts einzigartig jetzt bekommen. Heilig gegen der. Ja. Okay. Mal auch geschafft, cool. Das war irgendwie unspektakulär. Ja, da war irgendwie viel einfacher. Das ist eine Schwierigkeitsstufe erhöhen, Daniel. Ja. Hey, Daniel, verlass mich nicht, du Bastard. Mach du weißt genau, wo du hin willst. Wo denn? Nach draußen. Oh Gott. Machen wir mal die Quest, die wir gerade angenommen haben. Also Daniel ist wo ganz anders hingegangen, scheiße. Oh nein. Können wir mal so einen Lilith-Schrein hier finden? Also mach mal andere Quests hier. Hier sind einige Gebiete, die wir noch nicht gefunden haben. Da kann man mit dem Pferd hin, oder? Ne, ist soweit. Müssen wir unsere Quests hier aus dem Weg räumen. Wir haben sehr viele da. Ja. Denn es werden immer mehr.
Na, kann ich irgendwas freischalten? Nee. Wo bist du denn? Ich bin einen Punkt nach oben gegangen. Darauf ein Handschlag. So, viele Waffen und nichts davon gibt mir einen Scan. Ich bin jetzt. Einer ist da, um dir dabei zuzusehen. Wow! Da wächst mir glatt ein Lorbeerkranz. Da habe ich gar keinen Unterschied gemerkt. Da müssen wir heute irgendwo rein. Nur der Huhn kann fliegen. Ah, muss nichts verkaufen oder so. Ich bin fast voll. Nein, ich bin über den Wagen geritten. So, wir sind auch. Sprung erzeugt ein Erdbeben, das im Verlauf von das für Barbaren Aspekt. Aber das ist nicht eine Fähigkeit, die ich benutze. Dann benutzt die gefälligst. Irgendwann vielleicht. Ja, der Pfad der Verzweiflung. Warte mal hier. Irgendwo ein Level schreien, irgendwo. Nein, die Regner vom Himmel. Ich guck mich mal hier in der Höhle um. Oh nein. Wir haben sie alle getriggert. Dann müssen wir damit gennen. Da müssen Gegner töten. Ich hab fallen gelassen, jetzt. Voll rein chargen. Das. Ich alle mit dem Hauptgerannt. So, warte mal, ich habe da irgendwie was. Habe ich jetzt so ein Tornado oder so? Erzeuge, keine Ahnung. Ein Tornado, Teufel, aber weiß ich. Ich brauche nur einen Pilz. So. Ich habe alle Pilze. Ich weiß nicht. Ja, ich sage einfach mal ja. Die Quest heißt heilende Pilze. Und ich heiße Vegas. Geil. Ah, das wollte ich nicht hören. Wer ist er denn? Quest mit was weiß ich, was das. Ich geb ihm. Hast du denn schon wieder da schon wieder hingekommen? Gesprungen. Was zum? Geht nur mit, konnte nur mit dem Pferd springen. Ich hab grad so einen Typen erlegt, dann ist die Frau von dem als Geist irgendwie aufgetaucht. Na, Daniel übt schon wieder sein eigenes Abenteuer.
So, nee, nach oben müssen wir. Boah. Nee, ich glaube, wir kannst du doch ein bisschen umrennen mit dem Pferd. Können Sie mal irgendwo hier so ein paar Schreine hinpacken? Wie faul war die Olle denn, als sie ihre Religion ausgebreitet hat? Ich hätte überall Statuen aus reinstem Gold platziert. Gewand aus reinstem Gold. Okay. Was ist das überhaupt für eine Quest hier? Ich glaube, das ist eine Dungeon Quest. Und danach kommt eine Dragon Quest. Ja. Berg Aldaras Amulett aus der Zuflucht des Lichts. Aber das ist die Reform des Lichts. Mit dem Tornado erzeugt, komm mal her. Aber warum macht ihr mir so viel Schaden? Laut wie diese Golems aus Elder Scrolls irgendwie. Ja, wenn ich jetzt nur wüsste, was du meinst. Die Golems von Elder Scrolls. Ah, die riesen goldenen Golems hier. Okay, die kenne ich nicht. Ah ja, doch, genau. Die. Ja, das wird so ein Centurio-Helm haben die irgendwie so, glaube ich. Ja. Stimmt, hast recht. Oh nein, ein erfahrener Ritter. Oder? Der erfahrene Ritter. Ja, der fährt einfach. Ein bisschen chilliger. Ich bin noch nicht bereit. Ja, ich habe meinen Tornado auf euch. Ich weiß zwar nicht genau, wie ich den aktiviere, aber hin und wieder schilde ich den auf euch. Und dann seid ihr dran. Ich glaube, wenn ich manchmal Stampfer einsetze. Ha, da ist er. Aua. So eine Bärenfalle. Ich bin noch nicht bereit.
Was ist das hier? Kanalisierungsschrein, was macht der nochmal? Eure Fähigkeiten verbrochen. Oh, geil. Ja, ich kann ohne Ende stampfen. Das ist eine Liebe. Hier, sehen macht Liebe, Hiebe, Diebe. Okay, ich habe eine Kiste. Wo? Hey. Auf dem Rücken. Guck mal, wie schnell sieht ich bin. Aus wie eine Spinne mit dem Netz auf dem Rücken. Wir sollten ihn alle ganz fest drücken. Hier kommt der Daniel Mann. Oh, wie schnell ich bin. Ich bin so schnell. Ich bin so schnell. Ja. You have any idea how fast I am? Ich bin genau 20% schneller. Was ist das für Geräusche? Flüstert mir jemand ins Ohr. Oh, ein Schatz kommt denn. Schau, wenn der jetzt kein geiles Blut hinterlässt, ne? Von mir auf von mir auf Glück. Okay, Amulett heilig. So. Legendär. Ah, das ist wieder nicht heilig. Ich. Ich die ganze Zeit nur noch. Das ist legendär, aber irgendwie nicht weiß, was soll denn das der? Ja, meine ich, krieg ich die ganze Zeit. Ich krieg nur normale legendäre. Ja, aber da steht heiliges Amulett legendär. Verstehe ich jetzt nicht ganz. Na, ist ich dachte, die heiligen legendären Sachen haben. Haben was. Ja, von denen jetzt auch abgegradete Versionen jetzt. So normale legendäre scheinen auch irgendwie noch zu spawnen. Und die bekomme ich die ganze Zeit. Wir sind ja, aber das ist ein heiliges legendäres. Ja, dann müsste er doch stärker sein, oder? Oder ja, aber das ist nicht, das hat nicht diesen, diese weiße. Also, so, keine Ahnung. Ja. Aber du hast ja reingedrückt. Das wird nicht bringen. Ich habe auch ein heiliges Amulett, das ist auch legendär. Das ist bei mir relativ stark gewesen, glaube ich. 628 Gegenstandsmacht. Das ist, glaube ich, besser. Meins hat 630. Ja. Ja, müsste auch doch besser sein. Als was du jetzt hast. Ja. Komm wir schnell. Komm wir schnell. Komm wir schnell. Thomas ist das für dieser Kampf war irgendwie voll awkward. Weil meine Cooldowns waren noch an. Ich stehe nur so. Für dieser Frösche. Ich habe Frösche gehört. Ja, fühlst du dich froschig, soll ich zu dir rüber? Ich bin noch nicht bereit. Eine prächtige Truhe. Ja, natürlich ist das besser als mein legendärer Helm. Das einzige, was legendärisch und heiliges. Ja.
Oh mein Gott, die ganzen legendären heiligen Sachen. Oh mein Gott, 10 legendäre Sachen. No, 102. In der Kiste war noch eine Kiste. Wir müssen noch die Kiste aufheben, Daniel. Mann. Oh ne. Ich hatte aber was. Ich muss gerade sagen, bei mir wird der Zaun unterbrochen. Ich nehme ein Tornado einfach an der Wand ab. Das Amulett. Au. Mann. Das Züchter. Oh. Rocky, oh Rocky, Joy, oh Joy. Ein Mann von Gold, doch das wird nur stehen, was der Super Girl auf mich stehen. Jedo Kuhn, heile mich. Von der Leidenschaft, die mich so schafft. Ich muss warten. Ich kann noch den Rocket League immer am besten. Okay, dann mach ich meine Ultimate. Rocket League? Ja, da gab's auch ein Lied von Team Rocket. Eins von den Endings. Wie ist das Lied so? Weiß ich nicht. Das Team Rocket Go, Love and Ärger. Ich hab mal eine CD mit den ganzen Liedern damals. Ich auch, Daniel. Oh. Ich glaube, ich hab die immer noch. Ja. Nicht von dieser. Ich glaube aber, ich hab nicht das Lied. Ich hab nur von der ersten Staffel so eine Soundtrack-CD. Verdammt. Da sind wir wieder drauf, wie wird nach Vertonia City. Naja. Ich habe aber nicht hier die Jukebox, habe ich glaube ich nicht. Jukebox. Auf meiner Reise will ich der beste Trainer werden. Die Nummer 1 zu sein, das ist mein größter Traum. Wir trainieren weiter und härter als gewohnt. Ich hab sie gezähmt. Oh, ein Kriegerschild, geil. Ihr da! Und bitte, helft uns hier raus! Ja, machen wir jetzt mal schon wieder Leute hier beschützen. Sie sind hier! Macht euch bereit!
Keine Ahnung, sollte ich rufe meine Bros. Ich bin noch nicht bereit. Ich bin noch nicht bereit. Da oben ist er. Ich hab gar nicht gesehen. Ich bin noch nicht bereit. Geht weg von unseren Belohnungen. Ich meine von unseren Leuten, die wir beschützen müssen. Macht der denn? Der tut ja alle seine Leute hier aufwachen. Er ist mit all seinen Kollegen verbunden. Ja. Es ist nicht viel, doch ich hoffe, es hilft. Also geben wir noch mal ein paar legendäre. Ja, du hast genug legendäre Sachen, die ich wissen. Hör mal nicht. Ein leises Stöß, ne? Weiß nicht, von was du redest. Von legendären Sachen, die du gekriegt hast. Ja, die sind aber nicht gut. Ich muss warten. Ja, da, du kannst nicht alles haben. Entweder kriegst du gute Sachen oder legendäre. Das krieg nur ich. Ja, natürlich, das ist voll. Aua! Wir sind jetzt schon wieder, oh Gott, schon wieder der Selbstpreis. Wo ist denn der Medico? Ich stampf auf euch. Nero stampft auf euch. Dann auf die habe ich dann, den habe ich meinen Tornado hingeschickt. Ich kümmere mich um den Champion, damit ich den Titel des Champions. Ich bin den Inquisitor. Heiliger Dolch, legendär. Alter, komm dir mal. Mal her. Okay. Ach, war die. Der Mabaren-Aspekt, ich weiß es nicht. War das hier ein Atom-Dungeon da? Nein. Aber dann normal. Aspekt vom Bull-Chaos. Also ja, Sprung. Mal für Mabaren? Ich weiß es nicht. So. Oh, zwei Quests abgeschlossen. Boah. Mal abgeben. Na. No. Gut. Den Schmied kann ich hier irgendwas Neues freischalten. Neue Schuhe, jawohl. Oh. Meine Schmiede wartet auf euch. Oh, das war besser. Warum trage ich das nicht? Gute Rachewerkzeuge. Schaut mal her. Ja, nur her damit. Nein, der war sogar. Ja. Viel Spaß im Sumpf.
Will der damit andeuten, viel Spaß im Sumpf, nur weil ich ein Barbar bin? Wenn ich gerne im Schlamm spiele, will er das damit andeuten? Ja. Was ist das für ein Rassist? Spring den um. Vergrab den im Schlamm. So. Was kommt man denn da rein? Voll desorientiert auf der Karte am Bewegen. Wird so lustig. Nein. Ich habe den Pilz mitgebracht. Ich habe mir einen Pilz eingefangen. Das Heilgebräu ist fertig. Rührt die Garnopilze unter und verteilt es an die anderen. Ich trinke das selber. Kann ich ja nicht selber machen. Ich kenne die Leute ja nicht. Ich bin schüchtern. Die ist krank, Daniel. Die will nicht angesteckt werden, also sollen wir uns anstecken. Oh. Was denn hier? Ja, ich trinke das jetzt. So. Oh, da leuchtet was. Was ist das denn? Trinkt dies, dann fühlt ihr euch wieder besser. Vielen Dank, dass ihr mich gerettet habt. Los, hau rein, Alte. Los, hau rein, Alte. Ja. Bitte halte still und trink dies. Euer Problem ist beseitigt. Euer Problem ist beseitigt. Spoiler, ich bin euer Problem. Scheiße. Ja, ist tot. Euer Problem wohl nie erst. Mein Charakter hat nur gesagt, euer Problem wurde gelöst. Ja. Ich kann das schlucken. Ich bin euer neues Problem. Verdammt. So. 35.000 Erfahrungspunkte. Ist das noch viel? So, was hab ich denn hier? Wie viele Elixiere gefunden gerade? Okay. War die jetzt schon wieder eine Mission? Boah. Was kommt als nächstes? Nun. Dein Gegner, dein Charakter tut nicht mal mehr so. Warum könnt ihr nicht leise sein? Vermutlich. Was? Ist das Ungeziefer stärker als die Pilze? Leidige Face, leiser. Hat er dein Charakter gesagt? Ihr müsst ja. Meiner auch. Er ist der Einzige, der vielleicht eine Antwort hat. Er wird ein Opfer brauchen. Nehmt den Werwolfkopf, der an das Dorftor genagelt ist. Was? Er lebt in. Was ist denn Werwolfkopf? Ich hasse euch, Leute. Ich hasse euch so sehr. Bringt das Opfer da. Entzündet die Fackel. Ich weiß, wenn ich dich opfere. Hast du mal gesehen, wie viele Fliegen aus deinem Mund kommen? Können wir dir nicht einfach Blumen schicken? Muss das direkt ein Werwolfkopf sein? Oh, immer so hart hier. War also noch eine andere Quest abgeschlossen, Daniel? Nee, noch nicht. Grotesker Kopf. Das ist doch kein, das ist ein Menschenkopf. Ja, irgendwie schon, ne? So. Die Bärwölfe haben halt den Kopf von einem Menschen. Findet die Richtung in der Flut der klagenden Leichen. Boah. Kann ich mal irgendwas hier normales Namen haben hier? Ja, die Straße voll. Hier ist auch noch irgendwas, was wir abgeben können, glaube ich. Geht zur Lichtung der unermesslichen Schmerzen des Todes. Ja, Daniel, Mon Cala und Mon Calamari. Ja, ja. Ja, da wärst du nicht drauf gekommen, ne? Da haben wir ja gar nichts mit. Hab ich doch gesagt, oder? Dass der Planet ist. Nein, du hast gesagt, ob das irgendwie eine Redcorn ist oder sowas, ob die geändert haben, den Namen. Ja, ich dachte, Mon Calamari hießen die. Der Planet. Das Amulett, ja. Und bleibt stark.
Also die Rasse und der Planet heißt Mon Calamari oder so. Er ist eigentlich Duck. Aber der wird auch als Mon Cala bezeichnet, weil die Mon Calamari heißen. Ha. Oder auch Mond Calamari. Was hier schon wieder für ein Ritual gemacht wird. Webanuka, so. Ja. Seid ihr wohl auf? Mit Sandy den Käfig sprengen. Die Menschen werden sich erholen. Ja, diese Karate-Folge oder was? Ja. Als der König des Karate würde. Ja, ja. Was ist denn das Heilmittel der Verzweiflung? Ich muss Geh mal zum Arzt, Daniel, und hol dir das Heilmittel der Verzweiflung. Er ist tot. Ich bin das Böse. Mein Charakter guckt irgendwo anders hin und lässt. Hast du nicht gehört, der rostet. Wieder eine gute Tat. Was zum Teufel? Schon wieder eine gute Tat verbracht.